Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Warum werden bei einer Katastrophe immer zuerst Frauen und Kinder gerettet? Damit Männer sich in Ruhe eine Lösung ausdenken können. Bei Ikea an der Kasse einfach mal brüllen, komm jetzt billig, wir gehen. Und dann das Bücherregal hinter sich herziehen. Frauen brauchen ca. 2 YouTube-Tutorials, um zu Schminkprofis zu werden, während Männer 7 Jahre lang Pornos gucken und den Kitzler trotzdem nicht finden. Weihnachtsgedicht. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4, Bier. Ende. Beim ersten Date. So, jetzt bloß nicht wie eine Schlampe dastehen. Wie magst du deinen Kaffee? Schwanz. Warum trinkst du morgens schon Bier? Such dir endlich einen Job. Ich mach mein freiwilliges asoziales Jahr. Ich hätte nicht gedacht, dass Informatik so Hardware. Ich konnte es nicht glauben, als meine 14 Jahre alte Tochter sich eine Zigarette am Küchentisch anzündete. Ich meine, hallo? Vor ihren Kindern? Ein gewöhnliches S kann vor allem im Englischen Sätze viel verändern. You're hot as fuck. You're hot, ein gewöhnliches S. Ich hab's. Was? Wir nehmen einfach ein Stück Weißbrot und lassen es die ganze Nacht durchlabern. Genial. In der Kicker-Redaktion, 2001. Gerade hat einer in der Drogerie nach veganen Windeln gefragt und ich monsterwickle meine Kinder immer noch in Schinken. Im Übrigen finde ich es nicht in Ordnung, im Seniorenheim Last Christmas zu spielen. Ich bin zu Weihnachten in ein spanisches Dorf eingeladen. Na, hoffentlich findet man da wieder. Wenn du eine Wasserrutsche ohne Bewässerung runtergerutscht bist, weißt du, warum Vorspiel so wichtig ist. Ich habe ein Buch über Sexismus geschrieben. Es hat sogar Bilder, damit es auch Frauen lesen können. Dummheit beginnt da, wo Sarkasmus nicht verstanden wird. Meine Freundin ist wie ein Auto. Alt und klapprig. Schwarz. Jeder war schon mal drin. Hinten passt viel mehr rein. Imaginär. Ihr könnt mich alle mal. Schüchterne Menschen sind wie langsam laufende Webseiten. Vielleicht haben sie einen interessanten Inhalt, aber selten bleibt jemand lang genug, um es zu bemerken. Ein älterer Herr geht in eine Apotheke und möchte 3,5 Viagra haben. Apotheker? Wozu denn 3,5? Alter Mann, naja, heute gehe ich zu meiner Freundin, da brauche ich 2. Morgen muss ich bei meiner Frau ran, da langt eine. Und die halbe? Übermorgen geht's in die Sauna, da muss er nur gut aussehen. Lieber Weihnachtsmann, ich war das ganze Jahr über sehr artig und wirklich lieb. Okay, die meiste Zeit, also ich meine häufig. Na schön, hin und wieder, okay, ich werde es mir selbst kaufen. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Mit einem Daumen hoch würdest du mich grandios unterstützen. Und wenn du gerade neu hier bist, abonnier doch meinen scheiß Kanal. Bis nächste Woche.